sehen wir uns jetzt das E-Portfolio an auf Course Networking Europe. Wenn wir hier oben auf unseren Avatar klicken, kommen wir auf diese Seite. Es gibt ganz oben ein Header-Image, das einfach geändert werden kann, genauso wie das eigene Bild, das eigene Foto. Man sieht ganz oft hier Edit mit einem Bleistiftsymbol, also hier kann man einfach Änderungen vornehmen. Ganz wichtig zu Beginn gleich die Privacy Settings, also hier könnt ihr auch einstellen, wenn ihr wollt oder nicht wollt, dass zum Beispiel über Suchmaschinen wie Google dieses Portfolio gefunden werden kann oder nicht. Also man kann sich hier einstellen, was man möchte. Man kann eben auch grundsätzlich von außerhalb gefunden werden, wenn man das möchte. Die Anasits habe ich bereits erwähnt. Das sind die Punkte, die in allen Kursen gesammelt, in denen man teilnimmt, gesammelt wurden. Man kann auch verschiedene Personen folgen und sie können einem auch folgen. Man kann hier eine kurze Biografie einfügen, auch ein Zitat, eine Tagline. Man könnte sogar hier ein Video machen, also entweder eines hochladen, eines von YouTube einbetten oder direkt eines aufnehmen, wenn man das möchte, um sich einfach vorzustellen. Man kann einen Lebenslauf hochladen, verschiedenste Inhalte. Und wenn man hier so weitergeht, Dokumente, wie wenn man Publikationen hat zum Beispiel, verschiedenste Dinge. Man kann auch die eigenen Fähigkeiten eingeben. Und wenn hier steht Skills with Evidence, man kann hier auch zum Beispiel Zertifikate anhängen. Also man kann dann nicht nur Blended Learning als Skill eintragen, sondern wenn ich hier zum Beispiel einen Kurs absolviert habe, kann ich hier das auch quasi beweisen mit einem Zertifikat oder einem Dokument. Ja, ich kann verschiedenste Dinge meiner Arbeit, meines Kurses, die Kurse, die ich besuche, einfach hier darstellen, wenn ich das möchte. Wir haben uns vorher angesehen bei Posts, wenn man sagt Add to my CN Network, dann würde man die auch hier sehen. Und die Social Engagements, da hoffe ich, dass sehr viele dazukommen werden, sobald wir jetzt dann loslegen, kann man einfach auch sehen, mit wem man hier interagiert. Es gibt hier links das E-Portfolio Menu, da kommt man jederzeit eben zu den einzelnen Punkten, die man dann eben ausfüllen kann. Ganz interessant ist auch Sort Sections, also man muss nicht die Reihenfolge belassen, die es hier gibt, sondern man kann sich da einfach das so richten, wie man das selbst gerne möchte. Ja, das waren mal die wichtigsten Infos zum E-Portfolio. Ich bin schon gespannt, eure Portfolios anzusehen und so mehr über euch zu erfahren.